Hey, hier ist Sam von Sam's Talk. Heute interviewe ich Steffen Fetzner, der 1989 Weltmeister im Tischtennis-Doppel zusammen mit Jörg Rosskopf wurde. Außerdem errang er 6 deutsche Meisterschaften mit diesen. Des Weiteren hat er 2 Töchter. Ich freue mich schon sehr aufs Interview. Hey! Wie geht's dir? Umständen entsprechend alles soweit, okay. Darf ich Sie siezen oder duzen? Du, ja. Speedy. Okay. Also, ich habe mich ja ein bisschen über dich informiert. Wie bist du zu dem Namen Speedy Fetzner gekommen? Ja, das ist von Anfang an eigentlich begleitet mich mein Spitzname. Es gab eine Zeichentrickserie Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Und da ich früher noch etwas kleiner war und auch etwas schneller am Tisch, hat man mir dann relativ schnell auch diesen Spitznamen verpasst. Ah, okay. Was ist denn so dein schnellster Ball? Also ich bin ja nicht so drin in dem Business. Deswegen weiß ich gar nicht, was da so schnell und langsam ist. Ja, so ein Tischtennisball kann schon 180 Stundenkilometer reichen. Auf die Kürze der Distanz gesehen natürlich auch, wenn man überlegt, einen Tisch 1,72 lang, dann ist das schon heftig. Und ja, mein schnellster Schlag war eigentlich der Rückhand-Topspin parallel. Mein Paradeschlag sozusagen. Dann fliegt er ja an der Autobahn einfach so tschu, an mir vorbei. Genau, Formel 1 und Schach gleichzeitig, würde ich mal Tischtennis beschreiben. Krass. Okay, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Was ist das denn für ein Gefühl, so von Milliarden von Menschen eigentlich so einer der Besten zu sein? Ja gut, das ist natürlich überwältigend. Weltmeister wird man ja nicht alltäglich, vielleicht nur einmal im Leben. Und wenn es dann eben auch noch im Heimatland in Dortmund-Westfalenhalle vor 12.000 Zuschauern passiert, dann ist es natürlich doppelt schön. Aber in dem Moment, wo man so einen Titel gewinnt, wird einem ja gar nicht bewusst, was das jetzt bedeutet. Da braucht man schon einige Zeit später dann auch, das zu begreifen. Auch selbst heute noch ist es manchmal schwierig. Ich bin ja durch meinen Job auch weltweit unterwegs und wenn dann halt speziell in Asien Leute sich noch an diesen WM-Titel erinnern, der ja jetzt auch schon 32 Jahre zurückliegt. Aber man merkt dann halt schon, dass es eine gewisse Anerkennung und dass es eine weltweite Begeisterung für diesen WM-Titel gegeben hat. Hättest du das erwartet? Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, das war ja auch die Sensation, die damit verbunden war. Eben, ich war gerade mal 21, mein Doppelpartner 20 Jahre alt. Sicherlich hatten wir schon den einen oder anderen Erfolg im Vorfeld des Turniers, aber dass wir jetzt da ausgerechnet auch gegen die Chinesen gewinnen, damit hat ja keiner gerechnet. Hast du das genossen? Ja, absolut, klar. Das war ja der größte Erfolg meiner Karriere und ich genieße das heute noch. Also wenn ich ab und zu mal so bei irgendwelchen Fernsehauftritten dann nochmal die letzten Bälle präsentiert bekomme, da läuft mir dann auch immer noch, läuft mir kalt den Rücken runter und das genießt man ein Leben lang, sicherlich, ja. Gibt es da auch Schattenseiten? Ja, Schattenseiten schon, denn man wird ja dann immer auch an dem Erfolg gemessen. Und den Weltmeistertitel konnten wir leider nur einmal erringen, haben dann auch leider bei Weltmeisterschaften keine Medaille mehr gewonnen im Doppel. Bei Olympia hat es ja nochmal geklappt, 92 waren wir nochmal im Finale, haben da die Silbermedaille gewonnen und waren auch 96 nochmal im Halbfinale bei den Olympischen Spielen Atlanta. Ja, aber das ist natürlich auch irgendwo eine Bürde, die man trägt. Das heißt, man wird immer an diesem Erfolg gemessen und wenn es dann halt eben nur ein zweiter Platz ist, dann ist es dann schon eine Enttäuschung. Also das ist sicherlich nicht einfach dann, vor allen Dingen, wenn man halt so in jungen Jahren so einen großen Erfolg erringt, damit dann auch über die Jahre hinweg klarzukommen. Inwiefern hat dich dein Gewinn geprägt? Gut, das hat natürlich viel verändert in meinem Leben, ne? Denn Tischtennis wurde plötzlich populär. Das hat natürlich auch
Medien aufmerksam gemacht auf Tischtennis, sagen wir, außerhalb des Tischtennissports, die sich normalerweise nicht für Tischtennis interessieren. Und das war natürlich schon auch, gerade am Anfang war das schon überwältigend. Viele Fernsehauftritte gehabt, auch in Unterhaltungsshows, wo normalerweise Tischtennis keinen Platz findet. In den Sportsendungen war Tischtennis präsent. Das heißt, man hatte auch einen höheren Bekanntheitsgrad dadurch, wird vielleicht auch hier und da mal erkannt. Und das hat eigentlich mein ganzes weiteres Leben, jetzt nicht nur im Tischtennis, sondern eben auch außerhalb im Tischtennisbereich Türen geöffnet. Ja, durch meine Bekanntheit war es vielleicht auch in vielen Dingen dann einfacher, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Sind die Menschen mit dir anders umgegangen? Ja klar, ich meine, wenn man Erfolg hat, dann hat man ja auch viele Freunde, ne? Und es gibt ja viele, die sich auch in diesem Erfolg dann sonnen wollen, teilhaben wollen. Und da muss man also schon auch aufpassen, dass man das unterscheidet dann zwischen ja, richtigen Freunden und eben nur Leuten, die sich jetzt da in dem Erfolg sonnen wollen. Aber ich denke, dass mir das ganz gut gelungen ist, dann auch immer das realistisch einschätzen zu können. Und wie gesagt, ich glaube, im großen Ganzen hat es doch mehr Vorteile als Nachteile gehabt. Wie bist du eigentlich an Tischtennis gekommen? Ja, klassischer Weg eigentlich, ne? So der Garagenspieler, Schwimmbad, Steinplatten-Champion. So hat das angefangen durch einen Nachbarsfreund, der in den Sommerferien zum Geburtstag einen Tischtennistisch geschenkt bekommen hat von seinen Eltern. Und dann eben ging das so los in der Garage, weil man muss ja immer auch einen Spielpartner und er dann relativ schnell auch im Verein aktiv, ich derzeit noch Fußball aktiv, aber jede freie Minute eigentlich damit verbracht, dann eben Tischtennis zu spielen. Ja, und irgendwann bin ich dann halt mit ins Training und da war eben glücklicherweise ein Trainer da, der mein Talent erkannt hat und mich dann auch entsprechend schon frühzeitig gefördert hat. Dein Bruder hat ja auch immer Tischtennis gespielt, aber hatte ja nie so den Erfolg, den du hattest. War das dann schwierig unter Geschwistern? Nee, gar nicht. Aber er hat es ja versucht. Ja? Er hat einfach gesehen, okay, irgendwann erkannt, dass das Talent vielleicht nicht ausreicht. Er ist trotzdem guter Spieler geworden, er hat immerhin in der fünfthöchsten Liga gespielt, ist da auch seinen Weg gegangen, aber ist natürlich auch schwierig, wenn man immer wieder mit seinem Bruder verglichen wird. Das war sicherlich für ihn dann auch schwierig, seinen eigenen Weg zu gehen, aber wie gesagt, er hat das rechtzeitig erkannt und hat halt gesehen, wo seine Grenzen sind, seine Möglichkeiten sind und hat da auch für sich das Optimale eben daraus gemacht. Du hast ja den Weltmeistertitel im Doppel mit Jörg Roskopp geholt. Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, das ging auch schon recht früh, weil wir beide schon im Schüleralter recht erfolgreich waren. Also Schüleralter heißt unter 14 dann damals, wo wir bei den deutschen Schülermeisterschaften im Finale gegenüberstanden. Hat er leider gewonnen im Einzel. Dann haben wir uns eben auch bei Lehrgängen der Schülernationalmannschaft dann auch kennengelernt, haben dann auch recht früh schon erkannt, dass wir eigentlich als Doppel ganz gut harmonieren. Er Linkshänder, ich Rechtshänder, auch von der Spielweise her, denke ich, haben wir uns sehr gut ergänzt. Ja, und so hat es dann eben schon im frühen Alter seinen Lauf genommen, hat sich dann fortgesetzt über den Titel bei den Jugendeuropameisterschaften, den wir gewonnen haben im Doppel, also unter 18. Und auch dann zusammen im Verein, zusammen im Sportinternat in Duisburg. Also waren viele, viele Jahre, die wir zusammen verbracht haben. Auch die erste gemeinsame Wohnung, die wir dann zusammen in Düsseldorf bezogen haben. Und die Freundschaft hält, denke ich mal, auch ein Leben lang. Also seid ihr irgendwie befreundet? Ja klar, wir sehen uns ja auch beruflich bedingt. Er ist inzwischen Herrenbundestrainer. Ich arbeite hier für ein Tischtennis-Unternehmen. Aber wir telefonieren auch außerhalb jetzt der Tischtennisturniere oder Veranstaltungen regelmäßig und haben auch privat immer noch einen sehr engen Draht. Also im Einzel hat er dich ja dann eigentlich immer geschlagen.
Wie war es denn so am Ende dann, sag ich mal, so mit deinem Gegner zusammenzuspielen? Nein, das war eigentlich kein Problem. Natürlich hätte ich gerne mal den Titel als deutscher Meister hätte ich natürlich gerne mal gewonnen. Habe leider, glaube ich, viermal gegen ihn im Finale verloren und hätte da eigentlich schon erwartet, auch aufgrund unserer Freundschaft, dass er mich da mal gewinnen lässt. Aber nee, das war für mich eigentlich kein Problem. Wie gesagt, er war deutscher Schülermeister, ich war dafür deutscher Jugendmeister, wo ich ihn im Finale geschlagen habe. Aber bei den Herren ist mir das dann leider nicht mehr gelungen. Ja, aber ich habe das auch recht schnell gesehen und akzeptiert, dass er halt einfach auch ganz andere Möglichkeiten im Einzel hat. Er war immerhin schon mal Nummer 1 in der Welt. Er war Europameister, er war bei den Olympischen Spielen, hat er die Bronzemedaille gewonnen. Meine beste persönliche Platzierung in der Weltrangliste war 21. Habe auch, denke ich mal, das ein oder andere Turnier gewonnen, aber habe auch gerade in den Mannschaftskämpfen immer auch ja, für Überraschung gesorgt und höher platzierte Gegner geschlagen. Was letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir zweimal eine Bronzemedaille gewonnen haben mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften. Und ja, ich denke, dass ich aus meinen Möglichkeiten eben auch das Beste herausgeholt hat, aber eben nicht über die Möglichkeiten verfügt habe, die Anja Großkopf hatte und da ganz vorne in der Weltspitze mitzuspielen. Wie hast du dich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet? Also heutzutage macht man ja Ernährungspläne und Trainingseinheiten. Wie war das so zu deiner Zeit? Ja, es war so, dass wir da nicht die Möglichkeiten hatten damals. Ne? Das war nicht vergleichbar mit heute, wie professionell das heute alles organisiert wird. Damals hat man sicherlich auch Trainingslager gemacht. Wir waren auch im Ausland in Asien trainiert, aber waren dann auch froh, wenn wir unsere Trainer in der Halle hatten, vielleicht am Olympiastützpunkt noch. Ein Physiotherapeuten war, der uns behandeln konnte, ein Konditionstrainer und das Ganze, was jetzt heutzutage selbstverständlich ist, so, teilweise sogar Privattrainer. Das gab es damals nicht. Wie gesagt, das ist alles sehr viel professioneller inzwischen und klar hat man gewisse Dinge auch beachtet, was Ernährung angeht, aber bei weitem nicht so hochprofessionell, wie es heutzutage der Fall ist. Wie oft hast du so trainiert? Ja, wir haben relativ viel trainiert. Tischtennis ist ein sehr trainingsintensiver Sport, teilweise 3 Einheiten am Tag. Also das waren schon 6, 8 Stunden, die wir dann gerade jetzt in der akuten Vorbereitungsphase dann trainiert haben. Da war jetzt nicht nur Tischtennis dabei, da kommt natürlich auch noch Konditionstraining dazu, Krafttraining dazu, Stretching und alles, was dann eben damit zusammenhängt. Was ist dein Geheimrezept für deinen Erfolg? Ach, das Geheimrezept ist eigentlich Spaß am Tischtennis, Leidenschaft. Ja, ich meine, von klein auf war ich eben für diesen Sport begeistert. Das war für mich immer, sorry, das war für mich immer ein Traum eigentlich, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man morgens aufsteht und kann dann Tischtennis spielen, den ganzen Tag und muss sich umsonst keine anderen Gedanken machen. Also das war für mich immer eben die größte Motivation, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Immer Spaß dabei. Natürlich, klar, manchmal ist es auch schwierig, da muss man sich dann durchkämpfen. Es gibt ja nicht nur Siege, sondern es gibt auch Niederlagen. Manchmal ist es schwierig, dann sich zu motivieren fürs Training, aber denke ich mal, dass ich das im Großen und Ganzen, die Balance, eigentlich über viele Jahre hinweg immer sehr gut geschafft habe. Als du mal zum Beispiel verloren hast, hat dich das dann noch mehr motiviert oder mehr runtergezogen? Nee, man lernt ja aus Niederlagen. Ne? Man lernt ja, man muss ja aus Niederlagen lernen und man muss ja auch mit Niederlagen umgehen können. Und ich denke, dass mir das auch speziell in meinem weiteren Berufsleben auch sehr geholfen hat, dass ich einmal auch sehr ehrgeizig war, ja, und versucht habe, mir Ziele zu setzen dann im späteren beruflichen Leben und natürlich dann aber auch mit Sieg und Niederlage gut umgehen konnte. Ne? Und ich denke, dass das auch ganz wichtige Attribute sind, um auch im weiteren Leben dann bestehen zu können. Im Laufe deiner Karriere hast du ja sehr oft den Verein gewechselt. Warum? Ja, nicht so oft, nein. Ich denke, dass ich eigentlich immer sehr langfristige Lösungen gesucht habe und
habe ja zu Beginn meiner Laufbahn 10 Jahre in Düsseldorf gespielt. Gut, dann gab es einen Cut mit dem Wechsel nach Berlin, das eigentlich auch längerfristig angedacht war, leider aber nach 2 Jahren dann schon zu Ende war. Nach einem kurzen Aufenthalt in Schweden habe ich ja dann über 11 Jahre nochmal im Verein beim TTC Zugbrügge Grenzau gespielt oder war dann später auch als Coach oder als Betreuer, Manager im Einsatz. Also man sieht, da habe ich eigentlich immer eine langfristige Lösung. Klar, in meinem Jugendalter oder Schüleralter sogar, da musste ich öfters den Verein wechseln, weil einfach der Verein, der Dorfverein, wo ich groß geworden bin, mir die Möglichkeiten nicht mehr geben konnte. Aber insgesamt gesehen habe ich doch immer auch eine langfristige Partnerschaft gesucht. 2007 warst du ja in Katar und hast dort die Nationalmannschaft trainiert. Wolltest du dort den deutschen Wetter entfliehen? Ja, das war schon eine sehr große Erfahrung. Ich war 2, 3 Jahre da in dieser Aspire Sports Academy. Fantastische Voraussetzungen davor gefunden. Das Umfeld, also unglaublich professionell organisiert mit Schule, mit Training. Es hat ja eigentlich es war alles gepasst, wäre alles da gewesen. Leider waren die Spieler nicht so motiviert, um dann eben auch da großen Erfolg haben zu können. Aber es war eine tolle Lebenserfahrung, 3 Jahre da in Katar verbracht. Ja, das Wetter ist natürlich auch von Vorteil, wobei das dann gerade in den Sommermonaten dann doch auch unangenehm sein kann. Bei fast 50 Grad eben hält man sich auch nicht gerne im Freien auf. Katar ist ja ein sehr wohlhabendes Land. War die Ausstattung da wie ein Paradies für dich? Ja klar, wie gesagt, also diese Aspire Sports Academy, ich hatte also in meinem Leben zuvor nichts Vergleichbares gesehen. Also diese Sportanlagen, die da vorzufinden sind, aber auch die Trainingsmöglichkeiten, fantastisch. Ja. Man merkt halt, dass da viel Geld in die Hand genommen wird, um sich auch im Sport zu profilieren, wie jetzt unter anderem auch durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Also es gibt da schon große Anstrengungen und für mich war das damals wirklich ein Paradies, ja. Aber wie gesagt, die Hardware war da, leider hat die Software nicht so gepasst. Hat deine Familie dich dahin begleitet? Nein, ich bin damals 2007 dann bin ich alleine in den Wüstenstaat, denn ja, das war durch private Umstände bedingt eben, dass ich dann den Schritt vollzogen habe und gesagt habe, ja, ich gehe jetzt 3 Jahre ins Ausland, um auch einen gewissen Abstand eben zu finden. Ja, das war für mich sicherlich keine leichte Entscheidung, aber ich denke, es war zu diesem Zeitpunkt die richtige. Hast du deine Kinder dann ab und zu mal besucht? Ja, wir haben uns ja schon regelmäßig gesehen. Natürlich waren dann teilweise schon 6, 8 Wochen dazwischen, wo wir uns nicht gesehen haben, lange Zeit. Meine Kinder haben mich 2-mal im Jahr besucht, Osterferien, Herbstferien. Also wir haben uns schon regelmäßig gesehen, aber wie gesagt, es waren dann natürlich auch teilweise über mehrwöchige Trennungen. Und das war sicherlich nicht einfach, vor allem, weil die Töchter beide damals noch ja, klein waren, 8 und 13. Das ist es natürlich nicht ganz einfach. Spielen deine Kinder auch Tischtennis? Nein, leider nicht. Die Isabel, also meine ältere Tochter, die hat viele Jahre Reitsport betrieben und meine jüngere Tochter, die Chiara, die hat eigentlich alles probiert, vom Rollschuhlaufen über Tennis, also viele, viele verschiedene Dinge probiert, aber Tischtennis war irgendwie nie so ein Thema. Du weißt ja, dass ich 16 Jahre alt bin. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? Ja, die Welt hat sich natürlich auch stark verändert. Ja. Und wenn ich jetzt gerade so die Jugend von heute so ein bisschen beobachte, dann muss ich sagen, dass sich das alles schon sehr stark reduziert hat. Jetzt kommt natürlich noch die Pandemie dazu, wo man eben mehr zu Hause verbringt. Aber ich habe das ja in meinem Alter
gesehen, dass es halt auch andere Dinge gibt als jetzt Computer, Handy, Fernsehen, Couch oder ja, zu chillen, wie man heute so schön sagt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man eben ein Hobby verfolgt, ja, dass man sich auch sportlich betätigt. Ich denke, das schadet nicht. Das ist eigentlich nur auch förderlich, nicht nur für die Gesundheit, sondern für das gesamte Leben, dass man eben auch im Sport lernt, eben gerade zu gewinnen, zu verlieren, sich in der Mannschaft unterzuordnen. Also das sind alles Dinge, die heute, glaube ich, so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das würde ich den Jugendlichen heutzutage, würde ich das schon gerne wünschen, empfehlen, dass man sich ganz einfach ein bisschen mehr bewegt, sich auch für andere Dinge eben interessiert. Ob es jetzt für Sport ist, es kann aber auch Kultur sein. Ja, es gibt viele verschiedene Dinge, für die man sich begeistern kann. Aber wichtig ist es, glaube ich, dass man eben ein Hobby verfolgt. Bereust du rückblickend etwas in deinem Leben? Nein, bereuen würde ich das nicht, würde ich nicht sagen. Ich denke, dass ich, ja, wie gesagt, auch mich schon sehr früh entschieden habe, jetzt den Sport professionell auszuüben. War natürlich auch mit Opfer verbunden, klar. Mit 13 von zu Hause weg ins Sportinternat, schon früh vom Elternhaus getrennt. Ja, dann dreht sich eben alles um Tischtennis. Das ist dann das, was zählt, wenn meine Mitschüler am Wochenende dann eben mit Partys beschäftigt waren, war ich dann eben beim Training oder beim Turnier oder beim Spiel in der Halle. Klar, da nimmt man dann nicht so daran teil, aber ich glaube, dass ich da eigentlich nichts versäumt habe, denn ja, letztendlich habe ich ja dann auch im späteren Leben erleben dürfen, wie sich das Leben dann abspielt. Und ich glaube, dass es kein großes Opfer war, dann eben bei den Partys und Festen am Wochenende nicht dabei gewesen zu sein. Was hättest du gerne beruflich gemacht, wärst du nicht Tischtennisprofi gewesen? Das ist eine schwierige Frage. Also da hätte ich, glaube ich, auch keinen Plan gehabt, ne? Ich muss sagen, es ist manchmal auch schwierig, selbst dann am jungen Alter sich für ein Studium zu entscheiden, in welche Richtung es geht. Aber ich denke, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Sport gemacht hätte. Ja, ob es dann im Managementbereich, was ich ja jetzt zum Teil auch mache oder getan habe. Ich denke, das ist das, was mich interessiert, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dass es dann irgendwann auch in diese Richtung gegangen wäre. Du arbeitest ja momentan bei Donick. Das ist ja ein großer Hersteller für Tischtenniszubehör. Was machst du da genau? Also, du forschst ja so ein bisschen daran, aber ich kann mir darunter noch nicht so ganz was vorstellen. Ja, forschen. Das heißt, ja, ich bin für die Produktentwicklung, unter anderem für die Produktentwicklung zuständig. Das heißt, es werden ja immer neue Materialien entwickelt, ja, sowohl Hölzer als auch Belege. Und da bin ich jetzt im Augenblick eben hauptverantwortlich für. Das heißt, ja, wir arbeiten da sehr eng mit unseren Herstellern zusammen, sowohl jetzt was die Tischtennishölzer, aber auch was Belege angeht. Dann gibt es Bälle, dann gibt es Tische, dann gibt es Textil, dann gibt es Schuhe. Also das ist sehr, sehr breit gefächert. Das ist nur ein Aufgabenbereich, aber das macht mir auch Spaß, weil ich früher schon gerne so mit Materialien getüftelt habe. Das ist ein Bereich. Mein zweiter Bereich ist, dass ich eben unsere Vertragspartner betreue, sowohl national als auch international. Das heißt, ich sehr viel in Asien unterwegs bin, weil da eben Tischtennis noch einen ganz anderen Stellenwert hat als jetzt in Europa. Und ich bin gerne in Asien, war ja früher schon als Jugendlicher sehr früh in China unterwegs. Und ja, das ist eigentlich so mein Traumjob, den ich im Augenblick habe. Was sind deine Zukunftspläne? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, denn man muss ja sehen, dass diese Pandemie ja doch auch den Sport und den Tischtennissport insgesamt sehr hart getroffen hat. Muss jetzt warten, dass es sich wieder normalisiert. Das wird vielleicht im Herbst so sein, im Spätsommer hoffentlich, dass wir dann auch wieder Tischtennis spielen können. Das heißt, dass der Tischtennissport, der Mannschaftssport, der Spielbetrieb wieder anläuft, dass wir wieder in die Halle können, weil ich selbst gern auch noch ein bisschen spiele.
zwar inzwischen im Seniorenbereich, aber trotzdem, immerhin spiele ich nach wie vor Tischtennis. Das tut natürlich schon weh, das tut den Spielern weh, das tut den Vereinen weh, das tut der Tischtennisindustrie, also dem Tischtennissport insgesamt. Muss man sehen, wie groß der Schaden dann sein wird, wenn es mal wieder zur Normalität zurückkehrt. Ich hoffe natürlich, dass wir das durch das Impfen jetzt so schnell wie möglich dann auch wieder ermöglichen und dass der Tischtennissport sich erholt, dass wir hoffentlich auch die Jungen dann wieder für Tischtennis begeistern können. Denn wir haben ja gerade in Deutschland auch mit Timo Boll oder mit Dima Ovtcharov haben wir ja zwei Vorbilder, zwei Aushängeschilder, die den Tischtennissport ja auch international sehr gut vertreten. Was denkst du, ist deine beste Eigenschaft? Ja, ich denke, es ist immer sehr schwer, über sich selbst zu urteilen, aber ich glaube, dass ich sehr tolerant bin und dass ich, wie gesagt, immer auch versuche, so ein bisschen ja, die Gegenseite zu verstehen. Weshalb, warum? Mit zwei Töchtern, klar, hat man da natürlich auch einige Kämpfe auszutragen. Und da denke ich mal, das hat mir auch ja, viel beigebracht, ja, dass man, was jetzt mit Jugendlichen angeht, wie man die anpacken muss, wo man vielleicht eine gewisse Strenge auch mal zeigen muss, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch immer ja, der liebe Papa ist, der danach gibt und auch vieles ermöglicht. Was würde mich an dir überraschen? Meine Normalität, würde ich mal sagen. Das ist das, was mich die meisten Menschen, die mich jetzt nicht persönlich kennen, sondern eben nur durch meinen Namen, die ich dann treffe und die dann nach ein paar Minuten dann oder am Ende des Gesprächs dann sagen, muss sagen, bin angenehm überrascht, du bist ja auch ganz normal. Und ich denke mal, das ist ja auch das Wichtigste, dass man seinen Charakter da nicht verbiegt, dass man eben versucht, authentisch zu bleiben. Und ich glaube, dass ich das immer auch gepflegt habe, so auf die Leute auch zuzugehen und einfach auch wie ganz normaler Mensch, Sportler eben auch mit den Fans umzugehen. Du hast beim Sport gelernt, ja eigentlich immer das Beste zu geben. Ist das manchmal schwer? Klar ist es schwer, immer das Beste zu geben und dann hat man natürlich auch teilweise Durchhänger, wo man vielleicht nicht so motiviert ist. Ja, aber wichtig, glaube ich, ist es, dass man sich halt auch Ziele setzt, dass man sich kurzfristig Ziele setzt, mittelfristig Ziele und auch langfristig Ziele verfolgt und immer wieder sich das auch vor Augen führt. Und ich denke, das ist so eine Orientierungshilfe, die ganz wichtig ist im Leben. Das kann sicherlich hilfreich sein, dann auch, um letztendlich ja, seine Ziele zu erreichen. Denkst du, der Sport hat dir viel fürs Leben gelehrt? Ja, absolut, klar. Disziplin vor allen Dingen, klar. Ehrgeiz, Ziele zu verfolgen. Das hat mir der Sport gebracht, wie ich gesagt habe, auch Sieg, Niederlage, dann natürlich auch in der Mannschaft sich irgendwo unterzuordnen. Ja, das sind alles Attribute, die ich im Sport gelernt habe und die mir ja auch für mein weiteres Leben sehr geholfen haben. Was sind deiner Meinung nach heutzutage die wichtigsten Eigenschaften? Ja, Ehrlichkeit, ne, das denke ich mal, rückt ja auch so ein bisschen in den Hintergrund, dass man eben auch ehrlich miteinander umgeht, dass man freundlich zueinander ist, dass man rücksichtsvoll ist. Das sind alles Dinge, die heutzutage respektvoll miteinander umgeht. Das sind alles Dinge, die heutzutage nicht mehr so gepflegt werden, tolerant zu sein auch, Meinungen zu akzeptieren. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Dinge. Benehmen gehört auch dazu. Aber ich denke, dass das heutzutage eben auch ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird und vielleicht sollte man sich da auch besinnen und zu solchen Dingen wieder zurückkehren. Wofür bist du dankbar im Leben? Wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Das war für mich eben ganz wichtig, dass ich schon frühzeitig eben ja, erkannt habe, dass ich
mein Hobby zum Beruf machen möchte, mich meine Eltern dabei auch unterstützt haben, ohne die das auch finanziell ja gar nicht möglich gewesen wäre. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich zwei tolle Töchter habe, die inzwischen ja schon erwachsen sind mit 27 und 22 Jahren. Da bin ich meiner Ex-Frau auch sehr dankbar, dass sie mir diese beiden tollen Töchter geschenkt hat. Das ist für mich im Augenblick das, wo ich sagen würde, ja, dafür bin ich am meisten dankbar. Ja, Familie, Kinder zu haben, das ist einfach das Größte im Leben. Und ich denke, vor allen Dingen bin ich auch dankbar, dass ich jetzt erstmal gesund bin. Ist für dich soziales Engagement wichtig, weil du den Menschen wieder was zurückgeben willst? Ja klar, soziales Engagement ist ganz wichtig. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit sollte man sich da auch intensiver einbringen. Leider ist es im Augenblick für mich jetzt nicht möglich, Dinge zu tun, die ich früher auch des Öfteren getan habe. Das heißt, dass ich irgendwo ein Kinder- oder Jugendtraining geleitet habe bei einem Verein, um eben auch gerade jetzt den Kindern oder Jugendlichen so ein bisschen ja, zu zeigen, was möglich ist, wenn man eben ein Hobby ehrgeizig betreibt, Spaß dabei hat, Ziele vor Augen hat, wohin es hinführen kann. Wie gesagt, im Augenblick kann das leider nicht stattfinden und ja, das ist schon etwas bedauerlich. Wo würdest du eine unserer 20 Jahre alten Winterlinden pflanzen? Ich würde den Garten meiner Eltern wählen, weil ich weiß genau, dass er da sehr gut gepflegt sein, dass er da sehr gut aufgehoben sein wird. Und das wäre der ideale Platz, um da so einen Baum zu pflanzen. Du spielst ja momentan in Oldenburg im Verein. Wie oft bist du dort? Ja, wie gesagt, durch diese Pandemie ist es ja leider nicht möglich, jetzt regelmäßig auch an Spielen teilzunehmen. Zuvor war es so, dass ich sag mal, regelmäßig nach Oldenburg gefahren bin, um zu spielen, allerdings nur um zu spielen. Das war aber sag mal, in regelmäßigen Abständen alle 2, 4 Wochen, wo dann eben Spiele anstanden, wo ich nach Oldenburg gefahren bin, hatte auch sehr viel Spaß dabei. Ja, auch viele langjährige Wegbegleiter dann getroffen habe. Und ja, das ist auch, was ich sehr vermisse im Augenblick. Oldenburg ist ja gar nicht so weit von hier. Dann könntest du ja mal, oder ich würde mich sehr freuen, wenn du mal hier vorbeikommst und mir ein paar Tricks zeigst, damit ich meine Geschütze abziehen kann. Ja, das kann man gerne mal machen. Also wenn es die Zeit wieder erlaubt. Jetzt habe ich leider gerade gestern die Nachricht erhalten, dass die Saison abgebrochen ist. Das heißt also vor August wird es dann nicht weitergehen. Aber wenn sich dann im Spätsommer die Gelegenheit ergibt, dann können wir das gerne mal tun. Ja, das finde ich sehr cool. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses tolle Interview. Ich habe auf jeden Ja, Fall gerne. gelernt. Und ja, tschüss. Ciao.